Tag, hier ist der Gusor und ich habe ja schon vor einer Ewigkeit mal ein Video gemacht mit 220 Kobis. Ja, heute kommt die Reunion davon. Mal schauen, was wir hier machen. Also ich meine, klar, lootmäßig ist hier natürlich gut was am Start. Ich probiere mal hier ganz easy ein bisschen was wegzusnacken. Ohne Jump, momentan. Wie gesagt, ich weiß noch, wie viel Hate dieses andere Video abbekommen hat. So, oh je, du kannst ja gar nichts, du kannst ja gar nichts. Und jetzt gucken wir mal, ob es einfach wirklich besser geworden ist. So, jetzt schauen wir mal. Also, wir haben noch jetzt knapp 100 Kobis. Ich warte mal. Ey, oh, ich weiß noch, früher waren die auf Level 3, hatte ich die, glaube ich. So, und jetzt lasst uns überlegen. Wir wollen natürlich logischerweise noch den Rest. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir hier irgendwie an den Magiertürmen vorbeikommen. Weil sobald ich alleine, also ich denke mal, die Minenwerfer sind es noch gar nicht mal. Aber wenn ich halt wirklich mit den Magiertürmen da so Probleme kriege, das wäre nicht so schön. Das wäre cool, wenn das Clearen funktioniert und dann mit dem King rein. Ja, nice. Und dann ziemlich Aua aufs Gesicht. Komm hier, den lassen wir mal. Ah, okay, der jumpt trotzdem nicht. Das ist natürlich echt mies. Das ist mies. Weil jetzt gucke ich einfach wirklich mal, wie es ausschaut. Ob die halt. Naja, die werden zerballert. Schauen wir mal. Zack, komm. Genau, einfach mal wirklich probieren. Ja, genau. So, und dann gucken wir mal, was wir hier jetzt machen. Ich hoffe jetzt, der letzte Jump hält noch so lange. Oder beziehungsweise der erste Jump. Genau, King ist schon down. Jetzt. Ja, komm, 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 komm. Ich kann halt nicht doppelt. Mit dem iPad oder sowas könnte man jetzt halt doppelt drauf gehen. Schade, ich hätte gern noch das Dunkle mitgenommen. Aber das kriege ich leider hier nicht mehr. Aber immerhin, denke ich mal, auf jeden Fall besser als der erste Angriff. Ja, läuft, oder? Mit ein paar Kobis, mit ein paar Jumps. Auf jeden Fall ganz nice. Das passt auch, das finde ich richtig cool. Wie gesagt, hier seht ihr meine Base. Warum so WTF-mäßig? Ja, ich habe es wirklich mal probiert, halt wirklich Anti-Queen-Walk-mäßig unterwegs zu sein. Mal schauen, ob das was wird. Gucken wir mal, ob hier noch coole Angriffe sind. Lampu, der wollte, glaube ich, bestimmt wieder einen Queen-Walk machen und hat mega Loot am Start. Ja, da muss man jetzt natürlich genau das Gegenteil von einem normalen Queen-Walk machen. Nämlich keine Mauerbrecher verwenden und halt wirklich die Helden einfach draußen langlaufen lassen. Und genau, wie es jetzt hier mit dem King passiert, einfach draußen lang. Ah, da ist die Queen. Ganz genau, schön draußen rum, lang rasieren. Passt alles. Der Inferno, dem kommst du auch nicht zu nah. Alles easy. So, und jetzt dürfte das alles safe gehen. Genau. Der Rage hätte nicht sein müssen, aber das passt schon. Gucken wir mal. Na, okay, jetzt. Ja, klar, jetzt halt in der Range. Ja, jetzt werden die Heiler langsam mau, auf jeden Fall. Aber hier, das kriegst du auch noch. Also so ein bisschen Loot ist da schon machbar. Aber klar, jetzt sind deine Heiler gleich komplett hinüber. Spätestens beim Magierturm ist dann halt auch Ende. Jetzt geht sie rein, was noch gar nicht so wild ist, aber dann wird sie hier das Ende finden. Zack, das war's. Da hast du dann abgebrochen, weil du nicht nochmal weitermachen wolltest. Wäre noch nicht das K.O.-Kriterium gewesen. Du hättest nochmal was machen können. Aber ich bin der Meinung, du hattest vorne oben schon geraged. Und du hättest den Inferno auch nicht mehr knacken können. Ganz klare Geschichte, auf jeden Fall. Aber war ja jetzt nicht so übel verkackt. Garrett, gucken wir mal. Na, ich habe die jetzt alle ein bisschen sehr angefixt. Mit dem Queen Walk, jetzt probiert es jeder. Aber man sieht halt wirklich einfach, dass es machbar ist. Und dann guckt man da, ja, hier ist halt wirklich so. Nicht beides zeitgleich, also beziehungsweise beide an einer Stelle. Suchen sich die Heiler halt wirklich den Held, der halt schon mehr gehittet wurde. Und ja, in dem Fall war es halt der King.
Und dann ist halt eben auch schnell mal Ende. Klar, nimmt er natürlich auch ordentlich Def auf sich. Bloß grundsätzlich mit dem Hochheilen klappt einfach meiner Meinung nach wirklich bei der Queen halt irgendwo besser. Und die hat halt eben durch die massive Range, hat die halt viel mehr Punkte, die sie so ordentlich bearbeiten kann. Ich meine, das Dunkle ist ja schon mal weg, ganz ehrlich. Dann hier jetzt noch das Gold geht auf jeden Fall auch noch weg. Wenn man Glück hat, sogar noch hier in dem Bereich. Na, was willst du mehr? Hallo, Junge. Läuft doch. Komm, ganz ehrlich, Gerrit, das ist vollkommen in Ordnung. Was willst du mehr? Ich habe in dem Base-Layout auch schon mal angegriffen. Das ist noch gar nicht lange her. Das war heute irgendwann. Oder gestern. Ich habe das Base-Layout auch schon gesehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Nice Pokies und Dunkles. Ja, das ist immer geil. Auf jeden Fall. Gucken wir mal, was hier geht. Eine Go Wipe schön vorbereitet hier. Schön reingejumpt. Nice. Ja, schön geblitzt, genau. Schön vergiftet. Ja, mit dem King war eine knappe Geschichte. Der King war auf jeden Fall eine richtig, richtig knappe Kiste. Aber Town Hall gesnackt. Easy going, Junge. Und jetzt denke ich mal sogar noch, doch, die 50% machst du auch noch locker klar. Hier drinnen wird jetzt, ah nein, sogar noch auf die Tesla komplett, aber wie gesagt, das läuft hier auf jeden Fall. Hier gibt es genug totes Zeug. Gucken wir mal hier genau. Hier eventuell bei dem, der wird jetzt blöd laufen. Ne, ja, genau, ja, schade. Vielleicht ganz bisschen da noch, aber 47. Hey, ja, das passt. 50% easy going. Schön zwei Sterne, einwandfrei. 19 Pokale, richtig geiles Ding. Auf jeden Fall. So, das soll es auch gewesen sein. Ja, wie gesagt, so seht ihr halt eben auch mal wieder. Ihr könnt euch gerne auch nochmal den alten Angriff angucken. Einfach mal eingeben: Kobold, 200 Kobolde. Das waren, glaube ich, mit 200 angegriffen. Und einfach mal das alte Video angucken und dann seht ihr ja mal das neue. Könnt ihr ja mal gegeneinander halten. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch was. Haut rein. Ciao, ciao.